die Katalognummer 26. Saint Valentin, Sir Heinrich Fürstpiccolo Dottore Damokles, dreijähriger Wallach, der uns hier von Marco in die Bahn gebracht wird. Zahlreiche Auktionspferde hier schon aus diesem Stamm. Aus der direkten Mutter bereits ein hochbezahltes Auktionspferd Sir Rheingold. Aber auch bis zur schweren Klasse erfolgreiche Pferde aus diesem Stamm. Unter anderem auch Chess Time von Chess Rubin bis Inter 1 erfolgreich. Dante von Diamant bis Inter 1 erfolgreich. Oder auch Daylight von Donnerschlag, Divario von Dancing Dynamite oder aber Redicon von Rossini, alle bis zur schweren Klasse in der Dressur im Sport ihre Meriten gesammelt. Die Katalognummer 26 mit Marco im Sattel. Ja, und diese Katalognummer 26 ist ein ganz feines, ein ganz sympathisches Pferd, das dem Reiter, glaube ich, gerade in Bezug auf die Zügelführung ein ganz tolles Gefühl gibt. Ganz sensibel in der Hand ist dieses Pferd und das setzt auch auf Dauer einen Reiter voraus, der wirklich ganz fein im Zusammenwirken seiner Hilfen ist, der das Pferd genauso gut wie Marco das macht, vor sich bringt und dann fein mit den Händen in Richtung Pferdemaul die Zügel vorschiebt, denn das ist für diese Stute ganz, oder für den Wallach, Entschuldigung, ganz, ganz wichtig, dass er eine ganz feine Anlehnung dadurch bekommt. Und wenn du jetzt ein gutes Gefühl hast, geh mal auf den Zirkel und gib ihm mal gut das Gefühl von Stellung und Biegung rechts, um dann ganz sicher den Galopp zu entwickeln. Er muss gut vor dich sein dabei, vor deiner treibenden Hilfe. Und dann kommt so ein Übergang dabei raus. Wunderbar. Schon sehr abgeklärt, dieser Übergang, abgeklärt. Jeder einzelne Galoppwechsel, sehr schön das Abschnauben nach einigen wenigen Galoppsprüngen. Auch das ist ein gutes Zeichen. Nicht eröffnet sich dadurch immer mehr in der Oberlinie. Sehr gut gemacht, Marco, das Verlängern der Galoppsprünge an der langen Seite. Genau so sieht die Ausbildung junger Pferde aus. Und dieses ist ein ganz junges Pferd, dreijährig. Ladies and gentlemen, this is a three-year-old horse and horse trained into the right direction and you need a very sensitive way of using your hands. Horse is very sensitive in the mouth in a positive way and the horse has to learn to seek the bit a little bit more and Marco is a very good rider to give the horse the right feeling. And you just could see he did the transition into canter by himself. And Marco was able to start again, to trot the horse. And now with this feeling, he is able to bring the horse in front of his driving aids. That's the way he has to train, and you as well as a new owner, this lovely horse, 26. It's a nice silhouette when you see the horse now at the next long side. Look to the silhouette, and when Marco has a good feeling, then start to trot. Rising. Oh, canter into the trot. Yeah, that's exactly the feeling you need. And then give longer rein. Oh, that he is stretching the neck, seeking the bit, forward, down. Oh, very good. Like this is what you have to school with young horses, especially when they are 3 years of age. So, und dann, Marco, wenn du gutes Gefühl hast, dann entwickelt den Schritt. Okay. So, das muss er jetzt lernen. Dieser junge Dreijährige, dass er den Schwung des Trabes mit in den Schritt nimmt und dann diesen Schwung in Aktivität umsetzt. Und das macht er für sein
jugendliches Alter eigentlich schon sehr, sehr gut. Ja, Saint Valentin, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, wahrscheinlich nicht, ist vom ersten Tag an immer unkompliziert gewesen. Das hast du auch so festgestellt, Christoph. Also ganz fein in der Hand. Wenn ich jetzt so was sagen müsste, dann wäre das, dass er einfach lernen muss, so ein bisschen mehr zur Hand hinzuziehen, dass so sein Bewegungspotenzial noch mehr zum Vorschein kommt. Ne? Das ist so das, was jetzt zu erarbeiten ist als nächstes. Ne? Dass einfach so dieser Schub zur Hand, dieses Ziehen an die Hand ran, dass das einfach verbessert wird. Die gute Galopparbeit ist vorhanden und dann wird sicher auch das Traben besser dann mit der Zeit. Ne? Vielen Dank für die Vorstellung von Saint-Valentin, die 26.